Wir befinden uns hier in der Rollenproduktion von der Firma Ratgeber und hier werden ja auch auf Rolle einzelne Etiketten mit RFID verarbeitet und hergestellt. Und bei RFID ist ganz wichtig, dass die Codierung und der Aufdruck, der individuell sein kann, auch stimmen muss. Dementsprechend nutzen wir unsere Maschine Cody, die wirklich die Personalisierung durchführt. Die hat verschiedene Stationen, kann in erster Station wirklich die Performance testen, dass die Reichweite stimmt, dass alles in Ordnung ist mit dem Tag. In der zweiten Station kann sie dann codieren und kann ganz individuell jedes Tag für sich machen. Und in der letzten Station wird dann gedruckt, was auch wieder einerseits individuell vom Druckbild ist, aber auch wenn in den Stationen vorher ein Fehler aufgetreten ist, weil ein Tag nicht gut war, kann es Schlechtteile markieren, was wieder ein ganz eigener Job wäre dann. Und auch hier sind wir individuell möglich, mit dem Druckbrecher was abzubilden. Und alles, was dann aufgerollt wird hinten, ist komplett fehlerfrei, ist markiert und hier gleicht dann kein Tag dem anderen, ist wirklich individuell. Und das ist das, was inzwischen für diverse Anwendungen auch verlangt wird, was man braucht draußen. Und das gab es bisher eigentlich noch gar nicht in der Form, sondern in den letzten Jahren ist mir erst dazu übergegangen, in der Anwendung das zu etablieren. Und mit der Maschine können wir auch wirklich die entsprechenden Labels dafür herstellen.